Der Aufbau vom Elektrokettenzug CPV fangen wir mit dem einfachsten an. Die Schutzsteuerung ist unter der großen schwarzen Haube, falls man sie anschauen möchte. Das gelbe Gehäuse ist das Getriebe, ist eine Einheit. Dieses Getriebe ist dauerfest gebaut und muss bei der Inspektion nicht aufgemacht werden, sofern da keine Auffälligkeiten sind. Also das Getriebe ist wartungsfrei für die 10 Jahre Lebensdauer des Elektrokettenzuges ausgelegt. Jetzt haben wir hier auch eine leicht zugängliche Kettenführung und Kettenrad. Wenn die Kette verschlissen ist, kann der Monteur das auch gut anschauen, indem er einfach die schwarze Haube hier abnimmt. Das ist alles gut zugänglich. Kettenendstück und einen Gummipuffer drüber. Jetzt haben wir auch unter der großen schwarzen Haube die Bremse, die elektromagnetische Federdruckbremse. Die hält die Last auch stromlos, naturgemäß. Und der Motor ist in ein geripptes Motorgehäuse eingefasst. Die Luft wird eingesaugt an der schwarzen Haube unter die graue runde Kappe und wird dann in die Gehäuserippen eingeleitet. So, wenn der Motor läuft und man dann die Hand auf das Aluminiumgehäuse des Motors dann auflegen würde, würde man diesen Wind spüren. Das heißt, ja, hier wird eine sehr gute, optimale Wärmeabfuhr gewährleistet. Und natürlich haben wir auch die Gummipuffer, die auf die Endlagenschalter einwirken.